Kai, an diesem Wochenende findet die Riesenkatastrophenschutzübung des Landes Westfalen statt, des Landesverbands Westfalen. Was erwartet uns in den nächsten Tagen hier und wo sind wir eigentlich? Ja, wir sind im Kreis Minden-Lübbecke. Wir haben eine Schule in Porta Westfalica, in der wir übernachten. Aktuell sind wir jetzt gerade auf dem Wasserübungsplatz der Pioniere in Minden. Und wir haben insgesamt 5 Wasserrettungszüge hier, die in den folgenden Tagen bis Sonntag verschiedenste Übungsszenarien durchspielen. Wir werden hier auf dem Wasserübungsplatz einige Fahrübungen machen. Wir werden Suchen auf der Weser haben. Wir werden Rettungsaktionen haben. Wir werden was machen zusammen mit anderen Hilfsorganisationen. Es wird sicherlich sehr spannend werden. Jetzt eine kleine Frage, gerade für die, die sich nicht so gut auskennen. 5 Wasserrettungszüge, was bedeutet das? Wie viele Fahrzeuge, wie viele Personen sind das? Ja, jeder Wasserrettungszug besteht aus 10 Fahrzeugen. In jedem dieser Wasserrettungszüge sind ungefähr 50 Leute drin, eben aufgeteilt auf diese 10 Trupps. Und 50 Leute bei 5 Wasserrettungszügen sind schon 250 Leute, die wir hier dann tatsächlich haben zum Üben. Jetzt haben wir hier auch die unterschiedlichsten Arten von Fahrzeugen, kleine, große. Wo kommen die her? Wem gehören die? Ja, die Fahrzeuge kommen aus den vielen Gliederungen, die wir im Landesverband haben. Das Material ist beschafft in der Regel vollständig durch die Gliederungen, durch Spenden, Sponsoren, die sich da engagieren. In der Regel sind es eben nicht die Kommunen oder öffentliche Gelder, die da reinfließen, um diese Fahrzeuge zu beschaffen. Da kommen ganz klar die Unterschiede her, die wir haben. Sorgt aber auch für eine Vielfalt und die verschiedenen Boote insbesondere haben halt auch ganz unterschiedliche Einsatzwerte. Die kleinen für Erkundungen, für flaches Wasser, aber in Hochwasserlagen. Die großen Boote, um zum Beispiel große Mengen an Sandsäcken zu transportieren. Und ist grundsätzlich dafür gesorgt, dass in den Zügen wirklich alle Komponenten vorhanden sind? Oder wird gesagt, der eine Zug nimmt dies, der andere Zug nimmt jenes? Wie ist das organisiert? Ja, bei einer zentralen Beschaffung und einer letzten Endes zentralen Finanzierung könnten wir das natürlich viel, viel besser steuern und stärker vereinheitlichen. Wenn man sich andere Organisationen anguckt, das Technische Hilfswerk, da ist das so. Bei uns entscheiden darüber die Ortsgruppen selber, was sie brauchen. Häufig ist das Material noch für andere Zwecke im Einsatz. In der örtlichen Gefahren hat er im Wasserrettungsdienst, sodass es häufig auch irgendwo ein Kompromiss ist und wir nur bedingt Möglichkeit haben, es zentral zu steuern. Etwas anders ist es bei den Logistiktrupps. Dort haben wir Anhänger vom Land übernehmen dürfen, die tatsächlich eine ungefähr gleichwertige Ausstattung haben. Kriegen denn jetzt die ganzen Truppleute, die ganzen Kameraden, die hier jetzt 4 Tage ihren Dienst schieben, kriegen die einen Ausgleich? Wie funktioniert das? Für diese Übung bekommt keiner Ausgleich. Alle Leute, die hier sind, haben sich tatsächlich freigenommen. Deswegen machen wir es über Himmelfahrt und immer den Feiertag, den Wochenende. Der Freitag ist für alle tatsächlich normalerweise ein regulärer Arbeitstag. Sie nehmen sich frei, sie nehmen sich Urlaub. Verdienstausfall wird da nicht erstattet oder eben Gehalt weitergezahlt. Das gibt es nicht. Also genau wie in allen Bereichen, alles ehrenamtlich und ohne die Leute wird es halt auch wie so oft überhaupt nicht mehr gehen. Es sind nur die Ehrenamtlichen, die tatsächlich hier sind. Wir haben ganz bisschen Unterstützung in der Vorbereitung, natürlich durch die hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle in Dortmund des Landesverbandes. Aber das ist tatsächlich die Verwaltungsvorbereitung. Alles, was hier ist, sind die Ehrenamtlichen. Flo, bei der Übung dieses Jahr bist du Zugführer des Wasserrettungszugs 6. Der heutige Tag, der Donnerstag, steht ja so ein bisschen im Zeichen, dass die Leute sich kennenlernen, ihr Material kennenlernen. Was hast du geplant, vorbereitet, damit die das Ziel schlussendlich erreichen? Ja, geplant haben wir heute am Donnerstag, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Deswegen machen wir gerade die Übung mit dem Slippen, dass die Gruppenführer eben die Kraftfahrer und die einzelnen Truppführer kennenlernen. Wir machen eine kleine Tauchübung, damit die Taucher uns noch kennenlernen, funken ein bisschen und gucken eben, dass wir alle Leute beschäftigen und gucken, wie wir da zurechtkommen. Wie schaust du so voraus zu den Szenarien, die so in den nächsten Tagen dann kommen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin in guter Hoffnung. Es kann was Leichtes, es kann was Schweres kommen. Wir lassen es auf uns zukommen und machen das Beste raus und geben unser Bestes. Mike, Szenario, das Boot, der Wasserrettungszug 7 muss das heute als erstes schaffen. Was für eine Aufgabenstellung wird es geben? Was finden die Zugleute hier vor?
Ja, die Aufgabenstellung war, dass wir hier eine Menschengruppe hatten, die hier oben an der Straße gestanden hat. Ein PKW ist gekommen, hat diese Personengruppe erfasst und hat dabei Personen mit ins Wasser gerissen. Der Wagen ist selber ins Wasser gefallen und die Aufgabe der DLRG, der Bootsretter, der Taucher wird sein, dass sie die Personensuche durchführen, dass die Verletzten versorgen, dass die betreut werden, dass die Personen, die Fahrzeuge alle aus dem Wasser kommen. Also im Grunde das volle Programm, was wir von der DLRG her kennen. Wenn du den Einsatz jetzt, sag ich mal, vom Schwierigkeitsgrad her festlegen würdest, wo wird er etwa liegen? Also er ist schon relativ hoch. Wir haben hier, wenn wir das hochzählen, 5 Verletzte plus noch eine Person im Auto. Also der Grad ist schon relativ hoch, weil Taucheinsatz plus Schiffsverkehr plus rundherum Leute, die dazustoßen können, als, wie man das so kennt, neugierige Personen, also der Auftrag und die Aktion, das ist schon relativ hoch vom Profihaften her, dass wir da echt was zeigen müssen. Nils, du bist ja Zugführer vom Wasserrettungszug 7. Eure ursprüngliche Aufgabe heute war, hier den Hafen zu erkunden. Was ist daraus geworden? Ja, als wir angefangen haben zu erkunden, haben unsere Boote mehrere Personen im Wasser vorgefunden, haben darauf mit dem schwimmerischen Einsatz darauf reagiert, haben die Personen gerettet und dabei kam zutage, dass halt ein Fahrzeug ins Wasser gefahren ist und noch weitere Personen vermisst wurden. Daraufhin haben wir sofort einen Taucheinsatz vom Boot vorbereitet mit landseitiger Unterstützung und haben die Fahrzeuge von der Slipstelle nachgezogen, damit das Material vor Ort ist und wir sanddienstlich weiter unterstützen können. Und haben danach diese Aufgabe abgearbeitet, haben diese Personen, die schon gerettet waren, versorgt, haben dann das Fahrzeug gesucht, nachdem dies gefunden wurde, festgestellt, dass eine Person im Fahrzeug verblieben war, die wurde auch gerettet. Und danach nach ärztlicher Versorgung an den Regelrettungsdienst zu übergeben. Zurzeit haben wir noch 5 betroffene Personen, die weiter versorgt werden und wir warten darauf, dass der Regelrettungsdienst eintrifft und diese Person übernimmt. Der Taucheinsatz haben wir jetzt so weit abgeändert, dass wir dabei sind, die Bergung des Fahrzeugs vorzubereiten und bereiten uns darauf vor, das Fahrzeug zu bergen. Jetzt ist ja das Besondere an der Übung, dass man mit Sachen konfrontiert wird, mit denen man nicht rechnet. Was ist die besondere Herausforderung dabei, wenn man glaubt, man macht das eine und dann passiert was völlig anderes? Du musst umdenken, Herausforderung ist ja schon nicht alltäglich. Wie geht man da am einfachsten mit um? Das Lustige ist, also ich denke, man muss wirklich Ruhe bewahren. Man braucht ein gutes Führungsteam, das halt einfach sich auch gegenseitig immer wieder zurückzieht und sagt, okay, nimm dir nochmal die 30 Sekunden und denk nochmal drüber nach. Das habe ich zum Glück. Ich habe ein sehr, sehr gutes Team hinter mir, die auch wirklich da mich wieder einfangen, wenn ich irgendwo da ausreiße. Und ansonsten habe ich einen sehr guten Zug, fachlich gut ausgebildet und gerade die Führungskräfte können sehr eigenständig arbeiten. Das erleichtert mir natürlich die Sache sehr. Steffen, der gleiche Zug, den wir heute Morgen begleitet haben, neues Szenario. Was sind die Anforderungen hier im Industriehafen? Ja, hier im Industriehafen ist angenommen, dass hier ein Containerschiff die Spundwand beschädigt hat. Da soll eine Unterwassererkundung stattfinden mit einer Skizze, die erstellt werden muss. Gegebenenfalls muss noch Abstützung vorgenommen werden. Die Stützen liegen noch da hinten, die müssen die Taucher dann verbauen. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, dass eine der Bootsgruppen die Taucher unterstützt beim Verbau der Stützen und absichert, falls so ein Dickschiff hier in den Hafen reinfährt. Wir haben zwar eine Genehmigung, ob das aber jeder Kapitän, der hier unterwegs ist, weiß, wissen wir auch nicht. Dann soll eine Bootsgruppe wasserseitig den Rest des Hafens erkunden, insbesondere den Bereich der Schleuse. Falls die Weser bei einem mittleren Hochwasser mal hier reinlaufen sollte, müsste man vorher klären,
wie ist da am besten eine Aufgabe vorzunehmen. Die nächste Bootsgruppe soll dann den restlichen Bereich des Hafens erkunden, landseitig. Hat dabei die Aufgabe bekommen, eine Marschskizze zum Fluchtweg zu erstellen, weil wenn die Weser hier reinläuft, dann wird es für uns, wo wir hier gerade stehen, unangenehm. Und der Logistiktrupp, das ist ein bisschen Übungsgünstigkeit. Wir nehmen an, dass das Digitalfunknetz ausgefallen ist oder vielmehr der Mast, mit dem wir bisher kommuniziert haben, der Plan B auch ausgefallen ist, sodass der Logistiktrupp irgendwo hinfahren muss und versuchen, wieder ein Netz aufzubauen mittels eines Gateways. So, das sind so die 5 Kernaspekte, die hier gemacht werden sollen. Wichtig dabei ist, dass alles skizziert und dokumentiert wird, weil wir das vielleicht anschließend an die Feuerwehr übergeben müssen, weil das für uns zu groß wird, weil das THW unter Wasser arbeiten an der Spundwand machen muss. Und je besser dann so eine Dokumentation oder so eine Skizze ist, desto mehr ist den anderen geholfen und desto schneller geht es auch vorwärts. Daniel, du bist bei dem zweiten Szenario am Freitag hier in der Führung sehr eng beteiligt. Du bist Zugtruppführer. Was habt ihr hier für eine Lage vorgefunden? Was habt ihr abarbeiten müssen? Ja, unser Auftrag bestand darin, dass wir mit unserem Wasserrettungszug in den Bereich von dem Industriehafen verlegen sollten. Dort wurde angenommen, dass ein Containerschiff die Spundwand beschädigt hat und im Rahmen des anstehenden Hochwassers dort eine Gefährdung entstehen könnte. Somit haben wir dann angefangen, unsere Boote über die Unterschleuse bzw. über die Oberschleuse in den Industriehafen zu bringen, um in dem Bereich später mit den Booten eine Erkundung der Wasserlage durchzuführen und mit den Tauchern dann die Stützmaßnahmen hier im vorderen Bereich der Spundwand zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass das Hochwasser nicht in das Stadtgebiet eindringt. Hat es alles gut geklappt, so wie du dir das vorgestellt hast, oder würdest du sagen, ging ein bisschen daneben? Also es gibt immer Potenziale, die man verbessern kann. Alles in allem bin ich mit der Leistung von unserem Zug sehr zufrieden. Wir sind ein sehr junges Team im Ganzen und viele haben die Aufgaben, die sie jetzt bewältigen, zum ersten Mal umgesetzt in der Form, sodass wir von den Gesamtabläufen, von dem Gesamtergebnis sagen können, dass wir eigentlich 100% Erfolg geleistet haben. Natürlich, interne Prozesse müssen immer umgestellt und neu strukturiert werden, aber da arbeiten wir kontinuierlich dran und deshalb sind wir auch aktiv bei der Übung mit dabei. Was ja besonders auffällig ist, dieses Wochenende hat ja hier traumhafte Temperaturen auch gebracht. Hat das schon dafür gesorgt, die warmen Temperaturen, dass ihr eure Planung den Temperaturen angepasst habt? Ja, also wir hatten zum Beispiel bedingt durch die Temperaturen erste personelle Ausfälle, einfach durch die Thermik bedingt relativ wenig getrunken oder vielleicht nicht ausreichend getrunken, haben wir einfach personell verschieben müssen, umplanen müssen. Die Gefahr besteht immer bei jedem Einsatz, bei dem Wetter natürlich noch verstärkter, als wenn wir bei kälteren Temperaturen unterwegs sind. Aber mit dem Risiko oder mit diesem Faktor müssen wir einfach kalkulieren, wenn wir arbeiten. Martin, Down Under ist bestimmt das größte und aufwendigste Szenario dieser ganzen Übung. Anforderungen für die Züge hier? Ja, die Züge haben also einen Auftrag bekommen, der nichts mit dem Down Under zu tun hat, also nicht mit der Mampflage zu tun hat, sondern einen anderen Auftrag, einen Erkundungsauftrag. Die werden gleich von der Feuerwehr angefordert, um halt zur Unterstützung gebeten und bilden dann 2 einzelne Abschnitte. Ein Abschnitt wird die Rettung Bergung sein, der 2. Abschnitt wird der Transport der Verletzten sein. Wir werden dann hier 15 Verletzte finden. Diese Verletzten sind vorgegeben, die Verletzungsmuster, die sollen dann registriert werden. Die Registrierung wird dann weitergeführt durch Johanniter. Damit möchte der Kreis auch gleichzeitig testen, ob die Registrierung funktioniert. Also die weißen Einheiten, die hier im Kreis sind, und die Weitermeldung funktioniert. Unsere Aufgabe für die Züge ist, der eine Zug wird die Verletzten hier aufnehmen an der Stelle, den Unfall erkennen, aufnehmen, diese dann übergeben und an den Abschnitt Transport. Und dann werden die halt anschließend vom Transport übergeben, von hier aus einen Kilometer weiter über den Wasserweg an die Johanniter-Einheit. Ich habe die anderen Steuerer in den letzten Tagen immer so ein bisschen gefragt, wie sie den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Szenarien abschätzen. Was würdest du hier sagen? Ja, wir haben hier eine recht große Anforderung an unsere Züge.
die Einheitsführer werden erstmal das Problem haben, dass sie umstellen müssen von Zugführung auf Einheitsabschnitt. Das ist eine gewisse Zeit, so ein gewisser Anspruch, der da ist. Dann wird es natürlich zu Anfang eine gewisse Chaosphase geben, in der die Einheiten versuchen, Herr der Lage zu werden und die Verletzten zu finden, zu sortieren, zu erkennen, zu sichten, um sie dann halt entsprechend zu transportieren. Und dann nachher, der zweite Abschnitt, der den Transport übernimmt, wird etwas wahrscheinlich etwas ruhiger rangehen können, weil er halt die erste Phase nicht ganz so krass erleben wird und dann die Verletzten übernehmen müssen und übergeben müssen. Ich denke, das ist eine anstrengende Aufgabe für alle, die dabei sind. Wir haben den Transport letztendlich nur über den Wasserweg möglich. Wir können die Kräfte nur über den Wasserweg hinführen. Und daher, denke ich, haben wir da einiges dran zu tun. Marcel, dich und deinen Zug hat es gerade, würde ich mal sagen, relativ kalt erwischt. 15 Patienten, 3 davon schwer verletzt, plus schlussendlich 2 Verstorbene. Wie hat sich die ganze Situation für dich dargestellt? Ja, wir hatten eigentlich erst einen ganz anderen Auftrag. Wir sollten nur die Weser erkunden, in die andere Flussrichtung, Richtung Flotho. Und da auf dem Weg haben wir den Einsatzbefehl bekommen, den ersten Auftrag abzubrechen und sollten genau in die andere Flussrichtung zur Werremündung. Und wir wussten eigentlich auch nur, dass ein Unfall passiert ist. Mehr war noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann waren wir ersteintreffend bei einem Unfall mit 2 PKWs und halt schlussendlich 15 Verletzten. Jetzt ist ja so eine Situation keine klassische Katastrophenschutzsituation. Wie hat sich dein Zug auf diese, naja, ich sag mal SEG-Situation ja schon fast einstellen können? Ja, es kam ja relativ plötzlich. Wir kamen da an, hatten auch sofort 3 Patienten im Wasser, die wir als erstes sofort gerettet haben. Und als wir an Land waren, haben wir eigentlich das ganze Ausmaß gesehen, halt mit den ganzen Verletzten auch noch an Land waren. Sodass wir eigentlich relativ schnell dann uns erstmal ordnen mussten und dann erstmal die ganzen Patienten gesichtet haben und dann die klassifiziert haben, um danach halt in Ruhe weiterarbeiten zu können. Und dann haben wir dann von da aus den Abtransport organisiert. Da hat uns ein anderer Wasserrettungszug unterstützt bei. Die haben den Transport gemacht, sodass wir dann quasi da an der Wasserkante die Patienten übergeben haben an die gesichert zu den Booten geführt haben, sodass die einen Transport machen konnten zu einem Behandlungsplatz, der da von den örtlichen Johannitern betrieben wurde und dann da die Patienten weiterversorgt wurden. Wie hat es schlussendlich, wenn du das subsummierst, wie hat es funktioniert? Waren die Abläufe gut? Eigentlich ja. Dafür, dass wir eigentlich ja keine klassische Einheit sind, die aus dem Rettungsdienst kommt, sondern wie du schon gesagt hast, dass das eigentlich eher nicht unsere Hauptaufgabe ist, hat es eigentlich super geklappt. Auffinden eines Tatorts, Thomas, klingt erstmal sehr geheimnisvoll. Wie ist die Lage hier? Die Lage hier ist in dem Sinne, dass die Wasserrettungszüge hier eine Vermisstensuche durchführen sollen. Nach der Vermisstensuche am Uferbereich auf eine weibliche Leiche treffen. Und da wollen wir einfach mal das vollkommen Unbekannte überprüfen. Wie verhalten die sich? Was machen die mit einem solchen Leichenfundort? Und vielleicht machen sie auch optimal alles richtig. Du sagst, vielleicht machen sie alles richtig. Was ist die optimale Zielsetzung dabei? Die optimale Zielsetzung ist natürlich, dass sie überhaupt nichts machen. Dass sie die Person so belassen, wie sie ist, dass sie den Tatort weiträumig absperren und die Fachkräfte wie die Polizei nachfordern. Das klingt jetzt grundsätzlich erstmal, ich sag mal, banal. Wie schwierig ist das etwa? Die Schwierigkeit ist eher gering anzusehen. Es ist nur die Einstellung des Zuges auf eine vollkommen neue Situation. Insbesondere haben wir hier auch nachher noch eine Landabsuche in unserem Programm. Und da muss man sich halt als Wasserrettungszug mit vollkommen neuen Aufgaben beschäftigen, die man so vorher noch nie hatte. Dietmar, für die DLRG hier ein bisschen ungewöhnliches Szenario. Was hast du vorgefunden? Ja, wir sind eigentlich berufen worden, um 3 vermisste Personen zu suchen, eine Familie. Und nach den ersten Suchen sind blutverschmierte Kleidungsstücke gefunden worden und dann auch offensichtlich Personen, die getötet worden sind durch Messereinwirkung, Fremdeinwirkung. Wie hast du deine Leute eingesetzt? Wie ist das abgearbeitet worden? Ja, wir haben erstmal einen Kilometerbereich von 5 Kilometer flussaufwärts und flussabwärts gehabt. Wir haben Boote eingesetzt, 4 Stück, weil wir in der Mitte angefangen haben zu suchen, war unsere Slipstelle. Und haben dann relativ schnell die Personen oder die Kleidungsstücke an Land gefunden, durch halt die Personen, die am Land auch gesucht haben. Also gar nicht wasserseitig, sondern wir haben per Land die Sachen gefunden.
Also wir haben dann festgestellt, dass eine Person lagen wohl Tablettendosen bei und die andere war natürlich durch Fremdeinwirkung offensichtlich verletzt. Da haben wir sofort die Polizei informiert und haben so weit wie möglich den Tatort also nicht betreten und haben nur die Personen dann abgedeckt, weil die waren eindeutig tot, da waren keine, waren schon teilweise Leichenflecken drauf. Ja, eine weitere Person, die dritte und letzte Person, ist dann halt durch längere und intensiver Suche im Hafenbecken durch die Taucher gefunden worden. Wie zufrieden warst du mit der Arbeit deiner Leute? Eigentlich sehr zufrieden. Sie arbeiten im Team ganz gut zusammen. Rückmeldungen erfolgten, also jeder hat seinen Bereich abgearbeitet und einwandfrei gelaufen.